Herzlich willkommen bei Greifer Company und zurück zu einer neuen Folge von Gilde 2. Ja, in dieser Folge möchte ich das tun, was ich in der letzten Folge mehr oder weniger angekündigt habe, und zwar mich dem Dorfschulzen entledigen. Das heißt, mehr oder weniger dafür zu sorgen, dass sein Leben ein schnelles Ende findet und die Position des Dorfschulzen somit frei wird und es auch keinen mehr gibt, der mich daran hindert, mein Amt zu erhalten. Beziehungsweise ein besseres Amt zu erhalten. Meine Schergen hatte ich ja schon auf den Dorfschulzen angesetzt, ihm zu folgen, was sie ja nun immer noch tut, und er schlendert weiterhin, ja, zwischen Rathaus und den anderen Gebäuden, den Höfen hier hinten durch die Gegend. Was ich ehrlich gesagt nicht besonders prickelnd finde, weil ich hätte noch sehr gerne, dass er mal wieder hier hinten in die Ecke geht irgendwo oder komplett außerhalb der Stadt sich aufhält, damit ich mich ihm entledigen kann, seinem Leben ein schnelles Ende setzen. Damit meine Probleme natürlich in erster Linie zu beheben. Mein Problem war es ja, in der Hierarchie der Stadt weiter aufzusteigen. Das ist es, worum es geht. Und er ist ja der Einzige, der mich daran hindert, weiterzukommen. Weil er ja entscheidet, wer eben den Posten des Hauptmanns oder des Dorfvogts einnimmt. Und da er der Entscheidende ist, euer Amtssessel ist bedroht. Dass er natürlich aus dem Weg geräumt wird. Und darum will ich mich ja in erster Linie jetzt kümmern, ihm ein zügiges Ende zu bereiten. Und ihm dabei zu helfen, sein Amt loszuwerden. Aber er muss dafür eben leider, leider ins Gras beißen. Da es keine andere Möglichkeit gibt, ihn aus dem Amtssessel rauszubekommen. Ich selbst kann mich ja auf sein Amt nicht bewerben, was natürlich sehr dumm ist. Wenn ich das könnte, hätte ich natürlich die Möglichkeit, so auszustechen. Aber da ich das leider nicht kann, muss ich das eben auf dem Weg tun, wie ich es jetzt vorhabe. Hier läuft er. Und mal schauen, dass er jetzt dahin geht, wo ich ihn haben will. Und zwar abseits der Wachen, weit weg von allen Augen der Leute, damit keiner sieht, wie ich ihm heimtückisch das Leben nehme. Dann ist sie betrunken. Die ist betrunken. Die ist nicht tot. Die sah erst so tot aus, aber die ist nur betrunken. Den müsst ihr verfolgen. Aber er scheint jetzt den richtigen Weg einzuschlagen. Wenn er das Tor dort passiert, ist sein Leben vorbei. Hier unten kann ich ihn noch nicht abstechen. Weil hier auch regelmäßig Wachen langlaufen. Wobei weit und weit jetzt keine Wache zu sehen ist. Ich bin der Meinung, ich initiiere das jetzt hier. Mach ich. Ich bin gerüstet, Kleinigkeit. Für Ruhm und Ehre. Mein Korn ist nicht verschimmelt. An die Arbeit. Der schmeißt mit Geld um sich und jubelt. Doch, da kommt eine. Mann. Dem hat er nicht zu viel. Hier bitte. Nun, ein guter Plan. Kleinigkeit. Die Wache attackiert. Kleinigkeit. Jetzt mal schnell eine Mücke machen. Meine ist was? Sollte ich auch ein guter Plan. Was ist? Ich bin gerüstet. Weil das ist die Wache einbestimmt, ist nur Keilerei und auf die Fresse. Man unschwer erkennen kann. Ganz kräftig auf die Fresse. Also schnell die Stadtwache passieren und zusätzlich. Kleinigkeit. Ja, dass ich Land gewinne. Meiner werten Dame, meiner Frau geht es natürlich ans Leder. Die hat sich erledigt. Meine Schergen ist auch für die, hier bin ich. Das war meine Frau. Meine Schergen ist sogar tot. Das heißt, eine neue Schergen-Armee zusammenstellen, um dann der Sache weiterhin Abhilfe zu schaffen, dem Typen sein Leben zu beenden. Das erste Manöver lief jetzt nicht so prickelnd. Scherge verloren. Meine Frau ist nützlich, muss jetzt nicht weiter stimmen. Das zieht jetzt höchstens in meinem Tagebuch als Beweismittel. Es zählt sogar nur zum einen Beweis. Das heißt, ich habe bloß Beweise gegen mich selber. Gegen meine Frau gibt es keine. Dementsprechend ist das also kein Problem. Und jetzt ist natürlich schauen, dass der Typ irgendwo hingeht und nicht direkt die Wachen laufen, damit ich ihn dann auch nicht den Rest noch weghauen kann an Leben, wenn er hat, endlich mal
sein Amt freigibt für bessere Leute. Bessere, mich zum Beispiel. Das muss es jetzt sein. Ich würde jetzt natürlich gerne meinen Hausarbeitern kosten, mich aber sehr viel Geld. Ich wollte das Geld ja für einen Titel aufheben, da ich am Bürger jetzt den nächsthöheren Titel erwerben wollte. Dafür muss ich natürlich 6.000 haben, die habe ich gleich. Dann kann ich das auch in Angriff nehmen. Ich muss nur schauen, dass ich auch genügend Geld übrig behalte, um meine Ämter zu finanzieren. 10 Geld bekomme ich ja dadurch, dass ich das Amt innehabe. Aber den Typen würde ich trotzdem gerne, bevor die Ratswahlen wieder beginnen, aus dem Weg räumen. Momentan sitzt er natürlich wieder mal im Rathaus. Jemand fühlt sich vernachlässigt. Er scheint jetzt aber das Rathaus verlassen zu wollen. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwo hingeht, wo ich den Todesstoß versetzen kann. Auch nun stirbt er bekannterweise zuletzt. Meine Klinge ist scharf. Ich möchte ihn einfach aus dem Weg räumen. So, er läuft jetzt in die Richtung. Das Problem ist auf den Hauptstraßen, der auch schlendert, laufen die ganzen Wachen her. Was die Sache nicht besser macht, jetzt setzt er sich hier vorne auf die Kiste. Ja, super. Du könntest ehrlich wirklich so cool sein und einfach mal die Stadttore passieren. Weil, wenn du durch die Stadttore gehst, wird dich keine Wache mehr unterstützen. Und du hast definitiv ein Problem. Du musst um dein Leben bangen. Wenn jetzt hier die Wachen alle aus der unmittelbaren Nähe sind, hätte ich ansonsten noch ein anderes Attentat. Dumm-di-dumm-di-dumm. Na klar doch. Dem Schergen einmal auf dich einstechen. Dem Schergen dann weglaufen. Jau. Na klar doch. So, dich aus der Stadt zu locken. Schergen kommt wieder drüber. Die Wachen sind schon schwer kennen. Mein Problem hier ist halt zu dicht am Marktplatz. Das ist wirklich problematisch. Er geht aber auch kein Stück weiter. Er geht nicht weg. Das ist echt natürlich sehr lästig, wenn du diskutierst, dass du immer an seiner Seite bleibst. Euch wird der Prozess gemacht! Wenn er wenigstens dort aufsteht und ein Stück weiter weg geht vom Marktplatz. Wenn er hier irgendwo steht, würde das reichen. Dann könnte außerhalb der Stadt nochmal. Ich könnte dann außerhalb der Stadt. Ich könnte so weglocken, dass er durch die Stadtmauern geht und außerhalb der Stadt ist. Da gibt der Satz auch Sinn. Und dann dementsprechend das Leben nehmen. So, sie geht. Kein Geld, den Titel habe ich. Die Wache geht jetzt aber leider in die falsche Richtung. Dass sie jetzt hier gleich die Ecke nimmt und dann dort am vorbeigeht. Nicht so aus. Stadttor? Jetzt, okay. Das ist jetzt der beste Moment, um dir jetzt eine reinzupickern. Wenn ihr meint. Dir zusammen außerhalb der Stadt einen kleinen Konflikt auszutragen. Mach ich. Du kannst auch dein ein guter Plan. Ich muss dringend was, wenn es weiter nichts ist. Dass er mich verfolgt. Ja, die Wachen kommen auch mit. Das ist natürlich unpraktisch. Okay, die eine Wache hat nachgelassen. Bist du auch eine Wache? Das ist wirklich so, aber doch eigentlich zu sein. Ja, die Wachen sind nicht abgedreht, aber er ist abgedreht. Irgendwas verfolgt mich noch eine Grüne, aber die ist mir. Der Ehre, so sei es. Jetzt auch nicht weitergebracht. Er ist nicht außerhalb der Stadtmauern gegangen, er ist einfach wieder zurückgegangen. Das ist natürlich sehr praktisch. In Ordnung. Ja. Es ist günstig. Wird erledigt. Ja, weil wenn er die Stadt nicht verlässt. Ein guter Plan. Hat er zu viel Macht und kann mich davon. Also, ja, steht mir halt im Weg, ein höheres Amt zu erhalten. Aber solange er entscheiden kann, wer das Amt unter ihm hat, kann ich nicht aufsteigen. Das ist ganz klar, weil ich habe ja keine Möglichkeit, an ihn vorbeizukommen. Und da der Typ mich einfach abgrundtief hasst, kann ich selbst mit Bestechung da nichts machen. Das ist für mich das ganze Leben hier in der Situation sehr schwierig gestaltet. Nicht zu sagen, ist es unmöglich, jetzt hier was Sinnvolles zu machen. Wobei er hat jetzt hier keine Wachen, weil ich glaube, das hier ist eine Wache. Es könnte eine Wache sein, bin ich sicher. Du sitzt direkt neben ihm. Du dürftest eigentlich keine Stadtwache sein, aber du bist angezogen wie eine. Das ist schwierig. Keine Munition weiter? Doch. Ja, keine Munition ist wieder auch noch. Okay, das heißt, sie ist keine Stadtwache, aber sie ist angezogen, Stadtwache. Zu den 2
Wenn ihr meint. Er fängt an zu laufen. Eskortiere ihn. Ja. Nein. Nicht. Jetzt habe ich ihn geschnitten. Sie ihn folgen. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwo hingeht. Keine Stadt noch. Sonst jemand, der mir im Weg stehen könnte. Aber er scheint jetzt die Kirche zu verlassen. Schlendert ja. Er ist nur einmal im Kreis gelaufen. Er ist nur einmal zum Zeitvertreib im Kreis gelaufen. Das nützt mir natürlich gar nichts. Steht auf dem Parkplatz. Los. Bring mich weiter. Ich werde hier wirklich verbunden, wenn du jetzt irgendwelche Amtsgeschäfte, Heidelberg oder sonst wo rauskommen würdest, damit ich mir. Ah, diese Hand außerhalb der Stadt entbinden. Das Leben. Bisschen. Ganz kleines bisschen das Leben. Inzwischen hat er auch schon wieder volles Leben. Volle Gesundheit. Der Ehre wegen. Schlechter. Und ist gar keine Gesundheit, die sollte mal zum Arzt gehen. Oh, schnell, Leute. Das war's mit dem Arzt. Shaker hat sich festgenommen. Er läuft jetzt einmal voll Wasser aus dem Brunnen. Aber jetzt geht er natürlich zum Badhaus, weil der Arzttermin steht. Piratsitzung. Damit ist mein erstes Attentat auf sein Leben. Ja, mehr oder weniger effizient fehlgeschlagen. Was natürlich sehr traurig ist. Aber das kann ich jetzt im Moment leider nicht verändern. Das ist mein Sohn, soll er nicht. Ans Werk. Jemand fühlt sich vernachlässigt. Ich muss mir jetzt natürlich, wenn ich da diesen schnell jetzt Verbesserungen für mich erreichen kann. Ich werde versuchen, das eventuell noch, wenn die Möglichkeit von meinem Titel zu kriegen, weil normalerweise muss der Titel nämlich in der Lage, Bürger eben auf Schutz werden zu können, beziehungsweise sich darauf bewerben zu können. Und da ich mich nicht darauf bewerben kann, weil ich halt amtstechnisch nicht hoch bin. Normalerweise muss ich auch hier sein. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass mein Kontrahent sich auf seinen Titel bewerben kann, weil die eigentlich nur die Rechte dazu haben. Das einzige Positive ist, ich kann denjenigen wählen, der hier das Amt kriegt. Dem nur können mich alle nicht ausstehen. Eventuell könnte ich mit dem hier einen besseren Gegner haben, den dann vielleicht schneller um die Ecke bringen kann. Da der, glaube ich, auch sich außerhalb der Stadt muss er wieder an, wenn er den ganzen Tag Stadt. In der Nähe der Wacht. Dann kann ich natürlich da nicht nur so spielen, aber ich werde jetzt den auf jeden Fall absetzen. Mein Kontrahent wird das Amt nicht kriegen. Dagegen werde ich alles unternehmen, dass der das Amt nicht bekommt, da ich zwei Stimmen habe auf das Amt des Dorfschulzen. Kann ich jetzt den anderen Edelmann hier, das heißt den anderen Bürger hier, Winkelmann heißt er, den kann ich jetzt supporten. Das werde ich auch in Angriff nehmen und setzen, damit der das Amt erhält. Dann eventuell bei ihm mich ein wenig einzuschleimen. Wo ist der Feind? Mit etwas Glück doch dahin zu kommen, wo ich hin will. Meine Klinge ist scharf. Denke ich mal, das wird nicht mehr so schwierig sein, da ich, wie gesagt, zwei Stimmen habe. Zwei Stimmen im Prinzip das Amt komplett entscheiden kann, wer den Titel hat. Ja. So bleiben. So, die Amtswahl werden wir jetzt noch machen und dann folge ich auf. Hiermit eröffne ich die heutige Sitzung. Meine Attentate. Lasst uns nun um folgende. Die Position. Folgende Bewerber. Die Wahlberechtigten sind. Ich werde jetzt den Winkelmann wählen. Ich denke nicht, dass ich mir etwas zu schuld. Erst einmal eine kurze Bedenkzeit. Das werdet ihr nicht. Lasst uns zur Abstimmung. Mein zwei Stimmen. Dann entscheidet das los, wer hier letztendlich den Dorfschulze wird. Da kein eindeutiges Ergebnis vorliegt, entscheidet das Ergebnis auf der Tage. Den folgende die Wahlberechtigten. Warum denkt ihr dem Rat? Weil ihr es sonst allesamt. Ich gebe euch erst einmal eine kurze. Ach, sehr großzügig. Da brauche ich ja gar nichts machen.
Ich kann jetzt natürlich versuchen mit ihm. So sei es. Ja, ich mit euch reden. Kleinigkeit. Ist euch denn nichts Besseres eingefallen, um mich weich zu kochen? Ein guter Plan. Ich rede doch nicht mit jedem. Haut ab! Lasst uns zur Abstimmung. Danke für... Lasst uns nur folgen. Die Wahl... Warum denkt ihr? Weil ich sonst... Erst einmal... In der nächsten Folge würde ich dann jetzt halt darauf... hinaus wollen, dass ich nicht mehr lieber so bin, weil ich dann jetzt den Winkelmann, weil der jetzt ja das gemacht hat. Müsste jetzt ja aufgerufen werden. Habe ich falsch gelesen. Winkelmann und Wichtel. Wichtel. Weiß fast dasselbe Winkelmann. Das haben wir noch behalten. Daher auch ein ganzes Stück recht. Das ist natürlich auch nicht sehr schön. Ich muss jetzt aber hier trotzdem noch ein wenig... Wo ist der Fall? Danke für euch. Lasst uns das folgende... Die Wahl... Warum denkt ihr... Das wäre nämlich sehr ungünstig. Ich will keine... Ich habe... Erst einmal... So gut habe ich mich selten unterhalten. So sei Vielen Dank. Es. So gut habe ich mich selten unterhalten. Ihr beschämt... Viel seine Meinung zu mir noch ein wenig zu verbessern. Natürlich dafür zu sorgen, dass meine Ämter in meiner Hand bleiben. Ganz wichtig. Nicht einfach meine Ämter verlieren, das geht nicht. Das würde mich nämlich... Lasst uns zur Abstimmung... Danke für... Auf der Tage... Die... Folgende... Die Wahl... Warum denn... Ich denke... Ich gebe euch... So gut habe ich mich selten unterhalten. Vielen Dank. Ihr beschämt mich mit euren Worten, meine Dame. Vielen Dank. Sieg ist unser. Ihr seid ein Charmeur, mein... Sehr großzügig. Ich stimme mir die zwei Stimmen halt zu sichern. Das ist ganz wichtig. Ich werde jetzt gleich noch den Titel erwerben. Das mache ich in dieser Folge noch. Wir werden nunmehr über... Hoffentlich auch dafür sorgen, dass euch in der letzten Show dass der Winkelmann endlich... Danke! Für heute war es das. Winkelmann hat uns gerade... Ich jetzt verliere. Winkelmann hat uns zu... Genau, Winkelmann ist jetzt nämlich da. Ist was? Ihr wurdet angesprochen. Ihr seid gewiss gekommen, um einen neuen Titel zu erwerben. Mal sehen. Ihr wollt und wollt... Jemand fühlt sich vernachlässigt. Bei weitem nicht leisten. Ich könnte mich jetzt, wie gesagt, kann mich auf die Amtsgebung nicht bewerben. Das ist mein Problem. Ich werde mich jetzt trotzdem pauschal nochmal auf einen beiden Ämter bewerben. Und dann werde ich jetzt in der nächsten Folge dafür sorgen, dass der Kollege sein Leben wird. Das ist nämlich zum Beispiel auch selber Donner. Das ist jetzt gerade seiner Liebesgilde untergetaucht in die Schmugglerloch. Okay, das ist hier vorne. Ein bisschen Glück wird er nicht den ganzen Tag da drin sein, sondern auch mal rausgehen. Und mit rausgehen meine ich hier so mehr nach dort und dann auch dort. Seine Räuberlage, die er wahrscheinlich auch hat, noch ein wenig zu kurz. Dann kann ich ihm natürlich den da ausmachen. Was jetzt im Moment leider noch nicht geht. Wie gesagt, das würde ich dann in der nächsten Folge machen. Den verlässt er jetzt. Macht das jetzt noch? Er verlässt jetzt schon die Stadt. Aber gut, das kann ich ja dann in der nächsten Folge umsetzen. Er läuft hier nämlich außerhalb der Stadt zwar noch nicht, aber er läuft vielleicht außerhalb der Reichweite der Wachen rum. Da könnte ich ihn relativ schnell auch das Leben nehmen. Das werde ich natürlich dann in der nächsten Folge umsetzen. Ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein hier bei Greifer Company, bei die Gilde 2 oder bei die Gilde 3 oder bei etwas anderem auf dem Kanal. Auswahl ist doch reichlich vorhanden. Damit sage ich nur noch, macht's gut, Kameraden. Bis zum nächsten Mal. Euer Greifer. Ciao, ciao.